Der Himmel gehört uns. Bunker infiltriert. Teamleader, finden Sie die Kontrollsysteme des Geschützes und initialisieren Sie die Deaktivierung. Deaktivierung initialisieren? Wir sollen es hochjagen. Oh, war mir klar. Okay, Jungs, dann mal weiter. Deaktivieren Sie das Zugabwehrgeschütz. Vorwärts, Team. Oh, Droiden. Droide da unten. Teamleader. Kleine Überraschung. Kleines Osterei. So. Volle Deckung. Da sehe ich doch noch mehr Droiden. Von der anderen Seite werden wir auch beschossen. Das ist ja... also, frech geradezu. So geht das. So, das wäre es auch mit diesem Droiden gewesen. Okay. Deaktivieren Sie das Zugabwehrgeschütz. Sind wir ja gerade dabei. Aber dieser Bunker hier scheint auch nicht gerade relativ leer von Feinden zu sein, wenn ich das bis jetzt so sagen darf. So. SKD, SKD. Ziel eliminiert. Ausschalten. So, ich gehe mal kurz in Deckung. Versuch mal ein gezieltes Granätchen darüber zu werfen. Jo, das hat gesessen. Wow, 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 der liegt an. Ah, super. Und mich trifft er natürlich als einzigen. Hier, komm, frisst das, Kollege. Und Angriff. Danke, 7. Ah, dann haben wir schon den nächsten SKD. Was haben wir denn noch so ein Petto? 5 von den Granätchen. Oh, wirken auch ganz gut. Bleib liegen. Suchen Sie eine Schwachstelle und platzieren Sie ein paar Sprengsätze. Boss, das wäre ein guter Platz für eine Sprengladung. Ja, das war klar, dass du das wieder sagst, 6-2. Du stehst ja auf Sprengstoff. Jo, nicht nur ein. Okay. Haben wir es denn jetzt mal? So, da haben wir diesen angesprochenen Lademechanismus. Zunächst werde ich mich aber mal kurz heilen. Zack, zack, zack. Und mich kurz nach Munition umgucken. Ah, da haben wir doch was. Auch neue Thermaldetonatoren, so gefällt mir das. Da haben wir nochmal EL-Detonatoren sogar. Das wie im Schlaraffenland hier. So. Ich erwarte eine zündende Lösung, Delta. Platziere Sprengsatz. 7. Dann wollen wir diesen Lademechanismus doch mal hochjagen. In einem wunderschönen Feuerwerk. Sprengsätze sind scharf. Dann mal hoch damit, jagen wir dieses Ding zur Hölle. Achtung, Granate. Bams. Ach du Scheiße. War ja klar, dass direkt wieder Droiden an der anderen Seite warten. Stirb halt. Kämpfer. Dios. Ach du Scheiße. Die kommen sogar hier rein. Lästige Typen. Sichert das Fenster mit dem Schild. Sperrt sie aus. Hier ist eine Konsole, Sir. Die Fenstersteuerung. Dann sollten wir die Fenstersteuerung vielleicht mal hacken. Dann kommen da nämlich auch keine weiteren Geos rein. Okay, 4-0. Wir geben dir Feuerschutz. Dann mal runter mit dem Ding. So, Jungs, geschlossene Gesellschaft heute. Bams. Gute Arbeit. Dann mal bei mir formieren. Na, hier hätten wir noch Thermaldetonatoren gehabt, okay. Finden Sie die Kontrollsysteme des Geschützes. Ja, das muss erstmal weg. Ah, Scheiße. Boah, da bin ich schön reingelaufen in die Scheiße. So, haben wir hier nicht noch was Schönes? Jawohl. Kleines Osterei. Nehmt das. Ihr dreckigen Hunde. Moment, Jungs. Hier bleiben. Ich muss mich auch kurz heilen. Was? Der lebt noch? Okay. Das hört sich jetzt danach an, als ob er nicht mehr leben würde. Gut. Dann mal weiter vorwärts, Team. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, anscheinend nur die Tür. Dann mal aufbrechen, das Ding. Jetzt die Tür, Soldat. Tun wir's. Oh ja, tun wir es. Das ist die richtige Einstellung. Ich leg mal das Scharfschützengewehr an. Die Granate war sinnlos. Und hier haben wir wieder zwei Fenster. Ach, du Heilige. Das war ein Schiff von uns. Die Fenster müssen wir wohl auch verriegeln. Los, Datas. Okay.
Hier einer hacken und da einer hacken. 6, 2 und 4, 0. 7 und ich halten euch den Rücken frei. Scheiße. 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 Okay, aber Fixer hat es noch gehackt. Boah, und da haben wir, glaube ich, auch einen richtig gut eingeschlossen. Die werden nämlich immer zu schön zerquetscht. Also sie werden schön zerquetscht, wenn die Fenster zugehen. Das ist das Gute. Boah, ich höre die noch, diese dreckigen Geonosianer aus allen Ecken. Maul. Naja, die sind damit nicht zufrieden, dass die Fenster zu sind, aber damit werden sie mal leben müssen. Wie gesagt, heute ganz exklusive und geschlossene Gesellschaft hier. So, 7 auch nochmal Heilung. Und dann bitte ich auch nochmal. 7, wenn du ein bisschen zur Seite gehen könntest, ja, oder so. Nun gut. Brauchst du gar nicht. Wir gehen vorwärts. Er zappelt noch. Der verträgt wohl auch was. Das ist die Schwachstelle. Okay, jagen wir was in die Luft. Okay, der Lademechanismus scheint sich noch zu bewegen. Da unten haben wir einen SKD. Den habe ich natürlich direkt ausgemacht. Danke. So. Da haben wir noch einen super, normalen Kampfdruiden. Zack, den hätten wir auch eliminiert. Ach, von hinten. Die Penner, ey. Oh ja, die wichtigste Regel meiner Meinung nach. Bagda ist was Herrliches. Definitiv. Regel 39. Bagda ist immer gut. Ja, und unsere Brüder haben auch feste Regeln, wie ihr seht. So, dann wollen wir doch mal diesem dreckigen Lademechanismus den Rest geben, weil noch bewegt er sich anscheinend. Aber wenn wir den hier oben hochgejagt haben, zappelt da nichts mehr. Sehr gut, 6-2. Dreh zurück und dann jagen wir das Ding endgültig in die Luft. Bam. Jo. Scheiße. Sorry, Jungs. Der war verunglückt, der Thermaldetonator. Okay. Zum Kernschiff sollen wir jetzt vorrücken. Halten Sie Ihre Position. Ja, Sir. Formieren. Geh in Position. Ach du Scheiße, irgendwie war das ja klar. Zunächst mal müssen wir die beiden Superkampfdruiden eliminieren, Freunde. Killt diesen Typen. Feuer, 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 Feuer. Okay, na, oh, der Dreckspenner lebt noch. Okay. Hier bleiben. Moment, Moment. Fixer soll sich erstmal heilen. Die Geonosianer können wir uns gleich kümmern. Wir müssen sie zwar aussperren, aber das können wir auch anders machen. So, und jetzt vorwärts. Ach du Scheiße. Diese Elite-Geonosianer sind unschön. 7, ich brauche Heilung. Scheiße. Ist klar. 4-0 ist schon am Hacken. Ja, ja, die Strahlenwaffe ist böse. So, ein Fenster haben wir jetzt aber mal zu, ausnahmsweise. Scorch ist am zweiten dran. Weg mit dir, du Bestie. Gebietsbefriedung. Bleib draußen, Kollege. Oh ja, boah. Das war jetzt aber auch mal gut nötig. Wir sind ordentlich angeschlagen. Und zwar das gesamte Team. Aber die Geonosianer, auch wenn sie nicht damit einverstanden sind, bleiben zumindest auch mal draußen. Das ist ganz gut. Uiuiui, Leute. Also, spannende Mission hier definitiv. Und keine einfache. So, dann lass mich auch nochmal an den Bagda-Tank und dann können wir weitermachen. Vielleicht sollten wir es mal auf die leise Weise machen. Hacken Sie die Tür, Delta. Ich brauche Feuerschutz. Wie kommst du? So, auf das Scharfschützengewehr. Und bin gleich fertig. Dann machen wir es mal ein bisschen stealth-mäßig. Tür geöffnet, Sir. Warte auf weiteren Befehl. Befehl kommt. Na super. Hätten wir auch direkt. Scheiße.
Komm, mach das Türchen auf. Bams. Nein, nicht auf den Denduinen. So. So, 6-2. Wenn ich bitten dürfte. Ach, ich denke doch immer an meine Teamkameraden. So. Dann würde ich mal sagen, wieder den Blaster ausgerüstet. Und bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut voran. Und unsere nächste Mission ist es jetzt, den Bunker zu verlassen. Ach du Heilige, nicht diese Typen wieder. Okay, was haben wir noch an Granaten? Nicht mehr viel, wie es aussieht. Ah, Blendgranaten bringen gegen die nichts. Ein Thermaldetonator, den müssen wir jetzt gut platzieren. Scheiße. Scheiße, die treffen wir auch nicht richtig. Okay, zuerst auf diesen Penner. Zack. Bams. Einmal ein Hodenschuss. Boah, die Musik ist doch einfach nur der Hammer, Leute, oder? Muss man ganz ehrlich sagen. So, vorwärts. Team. Bewegung. Okay, und da ist auch schon der Ausgang dieses Bunkers. Wir sichern uns mal die EL-Detonatoren und gucken, ob alle unsere Waffen nachgeladen sind. Ich glaube, das Scharfschützengewehr könnte man nochmal durchladen. So ist es. So, und dann würde ich mal sagen, verlassen wir den Bunker und auf zum Kernschiff, wo wir ja den Vorstoß wagen müssen. Auf geht's.